Hallo ihr Lieben! Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen! Wir haben gerade unseren allerersten Podcast aufgenommen, wie ihr an den Mikros erkennen könnt. Babybauch und Elternglück. Der Babymarkt-Podcast. Endlich ist es soweit. Wir sind mega happy. Aber ihr fragt euch bestimmt jetzt, worum soll es in diesem Podcast eigentlich gehen? Genau. Also, wir haben das Ziel, unser Wissen an euch weiterzugeben. Wir wollen für euch die besten Lifehacks, Tipps und Tricks von Hebammen und so weiter alles für euch rausholen und für euch alles rausfinden, eben alles vom Babybauch bis zum Elternglück. Und wie ginge das besser, als wenn wir richtig viele verschiedene Stimmen zu Wort kommen lassen? Freut euch auf Experten, auf unsere Hebammen, die ihr garantiert schon von unseren Live-Beratungen oder unserem YouTube-Kanal kennt. Und natürlich wollen wir auch euch eine Stimme geben, denn ihr seid es, um die es sich hier in diesem Podcast drehen wird. Ihr seid die Eltern und eure Stimme, eure spannenden Geschichten und eure faszinierenden Erfahrungen möchten wir in unserem Podcast nochmal ganz genau unter die Lupe nehmen. Genau, und falls ihr euch fragt, wer seid ihr überhaupt, dass ihr einen Podcast macht? Mein Name ist Johanna, ich bin schon sehr lange bei Babymarkt im Social Media Team. Ich bin absoluter Familienmensch, komme aus einer Großfamilie. Und ja, ich möchte einfach das, was ich hier schon bei Babymarkt quasi gelernt habe, an euch weitergeben, das ganze Wissen und alle Tipps und Tricks für euch raussuchen. Genau, und zu mir, ich bin Wiebke, ich bin genau wie Johanna auch ein Familienmensch, viele, viele Geschwister, die inzwischen auch schon einige Kinder haben. Bin selbst zwar noch kinderlos, aber so einige Windeln habe auch ich schon gewechselt. Also nicht ganz unbedarft in dieser ganzen Elternwelt und habe natürlich genau wie Johanna auch hier bei Babymarkt schon einiges an Wissen aufgesogen. Und da war nicht alles irgendwie rosarotes Wölkchenland, oder Johanna? Nee, also ich weiß noch genau, als ich hier angefangen habe, gab es direkt, glaube ich, in der zweiten Woche oder so das erste kleine Schockerlebnis oder beziehungsweise schockierende Thema für mich, was ich erstmal gar nicht wusste, was zum Beispiel eine Lotusgeburt ist. Solche Themen gibt es für alle, die das noch nicht kennen. Manche werden herzlich lachen, aber ja. Die Lotusgeburt, für alle, die es nicht wissen, ist quasi, wenn das Baby ganz natürlich geboren wird und die Nabelschnur und die Plazenta noch dranbleiben am Baby, bis wirklich alle Nährstoffe geflossen sind und die Nabelschnur und Plazenta sich von alleine lösen. Es wird einbalsamiert so lange und wird halt mit sich rumgetragen. Okay, das ist sehr natürlich, aber not for me. Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt. Aber genau deswegen machen wir den Podcast, um euch alles aus dem Baby- und Schwangerschaftszentrum oder Spektrum, eher gesagt, rauszusuchen, vorzustellen, über solche Themen zu reden. Was war denn bei dir das Schockierendste, als du hier angefangen hast? Ja, jetzt werden definitiv alle lachen. Ihr müsst wissen, wir haben selber noch keine Kinder. Deswegen müssen wir alles für alle, die auch noch keine Kinder haben oder zum ersten Mal schwanger sind, rausfinden. Genau. Und das war bei mir tatsächlich auch ziemlich am Anfang noch. Da hatten wir einen Instagram-Post, unter dem super viele Mütter sich ausgetauscht haben über ihre Geburtserfahrung. Und das war der Moment, in dem ich gelernt habe, dass es bei der Geburtsverletzung, dem Dammriss, verschiedene Schweregrade gibt. Und habe echt gedacht so, was, ich hatte einen Dammriss dritten Grades, Momentchen mal. Und war irgendwie völlig neben der Spur erstmal und dachte so, huch, wollte ich das wissen? Ich weiß es nicht, aber jetzt weiß ich's. Und genau das ist eben auch das Ziel, alles, was wir schon gelernt haben und was wir noch lernen können, für euch auf der Tonspur nochmal vorzubereiten und euch mitzugeben. Denn das Elterndasein hält so einige Überraschungen parat. Genau, also wir wollen einfach alles wissen, was wir schon haben und was natürlich Experten haben, teilen. Wiebke und ich werden immer abwechselnd einen Gast in jeder Folge haben und euch geballte Power, Baby, Hebammen und ja, Geburtsthemenwissen mitteilen, damit ihr perfekt auf alles vorbereitet seid und den einen oder anderen Tipp für euch als Eltern mitnehmen könnt. Genau, also könnt ihr euch hier wirklich auf ehrliche Meinungen freuen, auf Expertentipps und den unfassbar umfangreichen Wissensschatz unserer Hebammen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass
jede Frau vor der Geburt einen Einlauf und eine Intimrasur erhält? Oder wusstet ihr, dass der ganze Hebammenberuf akademisiert wird? Ihr habt euch wahrscheinlich gedacht, nur eine dieser Aussagen ist korrekt und die andere ist völlig erstunken und erlogen. Und wenn ihr herausfinden wollt, welche Aussage richtig ist und welche Aussage falsch ist, dann solltet ihr jetzt schnell auf eure Lieblings-Streaming-Plattform wechseln und euch unsere erste Podcast-Folge von Babybauch und Elternglück anhören. Genau, und am besten schon abonnieren. In unserer allerersten Folge, die habe ich mit der lieben Nadja aufgezeichnet, geht es um die Welt der Hebammen. Und ihr könnt euch das jetzt schon anhören, also ab in die erste Folge. Ich freue mich ganz doll und wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem neuen Podcast. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.